Hallihallo, meine Lieben. Hier ist wieder der Markus, der Bandpapa, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner Reihe Holter die Polter, wir bauen ein Schlagzeug auf. Diese Reihe richtet sich an all jene, die gerade ein Schlagzeug gekauft haben oder kaufen möchten und noch nicht so richtig wissen, wie stelle ich die Teile denn eigentlich hin, wie setze ich mich hin, was kommt wohin, was kommt wo dran. Das werden wir heute ein bisschen besprechen. Das ist das zweite Video der Reihe. Heute geht es um die Snare Drum. Die Snare Drum fehlt jetzt hier gerade noch. In der letzten Folge haben wir allerdings die Bass Drum oder auch große Trommel besprochen. Das ist die hier unten, die einzige, die schon steht. Klingt so. Und wird mit dem Fuß gespielt. Wie und warum die so steht, wie sie steht und so weiter, haben wir im anderen Video, im ersten Video schon gelernt. Für mich ist heute wichtig, dass ich euch erkläre, wo kommt denn die Snare Drum hin? Ne? Oft sehe ich das, dass die Leute dann die Snare Drum irgendwie hier haben und die Sachen alle irgendwie daneben sind. Das braucht es gar nicht. Was für uns wichtig ist, wenn wir als Schlagzeuger sitzen und spielen, erstens ist es so, dass wir gerne wenig Energie verbrauchen möchten. Wir sind sowieso als Schlagzeuger in einem sehr intensiven Instrument. Ja, wir müssen uns viel bewegen und wir werden ganz schön schwitzen, wenn wir schnelle Sachen spielen. Guckt euch nur mal so ein paar Rockdrummer an. Die schwitzen alle ziemlich. Und naja, dafür ist es halt schön, wenn wir zum Beispiel die Dinge, die wir aufbauen, erreichen können, ohne dass wir uns bis sonst wohin strecken müssen. Ja? Je nach Größe unseres Schlagzeuges wird das irgendwann erforderlich, aber selbst da kann man noch eine ganze Menge machen, um trotzdem ergonomisch, ökonomisch zu spielen. Das heißt, wenig Energie zu verbrennen und dafür die Energie für das Spielen zu haben und lange durchhalten zu können, ist ja wichtig. Ja. Wo kommt jetzt die Snare Drum hin? Ich würde die erstmal holen, damit wir wissen, um was es geht, welches Instrument das überhaupt ist. Und dann erkläre ich euch, wo ich die hinstelle und warum. Die Stöcke lege ich so lange hier auf der Bassdrum ab. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr ein teures Schlagzeug habt, ich nehme die dann nachher auch wieder weg, macht es nicht, weil wenn ich die trete, vibriert das Ding und die Stöcke wackeln auf dem Lack und das gibt über die Zeit leichte Macken im Lack, was nicht so schön ist. Ich lege die jetzt gerade mal dahin, weil ich nichts anderes habe, wo ich die gerade abstellen kann. Normalerweise tue ich das aber nicht. Nur für euch als Tipp, weil wie gesagt, die scheuern sich dann hier so schön rein und dann habt ihr nachher Streifen im Lack. Das ist nicht schlimm, wenn es nicht stört, aber es muss ja nicht sein. Ich hole die Snare Drum, wir sehen uns gleich. So, meine Lieben, Snare Drum. Ich stelle die mal hier rüber, da kann man die ganz gut sehen. Ja, was macht die Snare Drum? Wenn ihr noch nicht wisst, was die Snare Drum ist, ganz einfaches Ding. Ich mache das mal hier ein bisschen lose. Das ist nämlich schon im Ständer montiert. Die Snare Drum ist die Trommel in eurem Schlagzeug, die auf der Rückseite, also unten, so eine Art Metallteppich hat. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut so. Und dieser Metallteppich nennt sich Snares. Das kann man übersetzen mit Schnarren, wenn man so möchte. Und die kann man hier mit so einer Mechanik an- und ausschalten. Wie man das alles einstellt im Einzelnen, erkläre ich an anderer Stelle gerne. Heute geht es ja erstmal um die Position. Das heißt, wo soll das Teil hier überhaupt, wo gehört das hin im Schlagzeug? Nichtsdestotrotz, damit das nicht die ganze Zeit scheppert und raschelt, habe ich die Snares jetzt mal festgemacht mit dieser Mechanik hier. Das nennt sich die Abhebung, Throw-off im Englischen. Und gibt so einen Ton. Und jetzt kann ich damit ein bisschen hantieren, ohne dass das die ganze Zeit scheppert. Die Snare Drum ist in der Regel auch die flachste Trommel, die ihr habt. Die hier hat 5,5 Zoll. Das ist relativ üblich und gängig. Manchmal hat man noch 6,5 Zoll. Und es gibt alle möglichen anderen Größen auch. Aber so im Standard ist es meistens 5, 5,5. 6, 6,5 Zoll, sowas um den Dreh. Zur Snare Drum dazu braucht ihr ein Stativ. Das ist das hier. Das ist der Snare-Ständer. Der hat unten so ein Dreibein. Und wenn der steht, gibt es hier oben so eine Art Korb, den man auf und zu machen kann. Und dieser Korb greift wie eine große Klaue von unten an die Trommel und hält sie damit fest. Ich mache das mal, dass ich die schon mal hier reinmache. Wenn ihr die einsetzt, achtet bitte darauf, dass ihr euch nicht mit so einem Gummifuß hier unten das Fell eindellt. Ja?
Das kann einen schon mal ganz schön ärgern. Mir ist das schon mal passiert. Da setzt man das dann drauf und dann hat man plötzlich ein Loch im Fell, weil das Ding hier vielleicht kaputt war. In Musikschulen oder so habe ich das häufiger schon mal gesehen. Ist mir da auch schon passiert. Normalerweise ist es eben so, dass die Trommel eingespannt wird zwischen diese Gummidinger, die hier sind. Also diese Klauen haben so ein Gummiende und da kommt dieser Rand rein, hier dieser Spannreifen. Und unten gibt es entweder wie hier so eine Rändelschraube oder auch so ein, ja, so ein Metallteil, das man drehen kann. Und damit kann man das ein bisschen festmachen. Jetzt ist es so, je fester ihr das macht, desto mehr wird die Snare auch gedämpft im Ton. Wenn ihr also einen sehr offenen Ton mögt, das heißt Pang, dass die Snare lange klingt, macht es nicht so fest. Wenn ihr es feste macht, habt ihr aber den Vorteil natürlich, dass ihr Snare und Ständer miteinander verbindet, was für unsere Zwecke, denke ich, erstmal der wichtigere Weg ist. Nicht mit aller Gewalt festziehen. Ich sage immer, wenn ihr das mit eurer kleinen Kraft irgendwie, wenn ich, weiß ich nicht, mit ne, kleiner Kraft, kleinen Fingern, zwei Fingern festzieht, dann passt das schon. Ja? Hält auch bei mir. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wo die hinkommt. Ich denke, ihr habt alle schon eine Ahnung, ihr habt alle schon Bilder gesehen. Wir erinnern uns. Unsere Füße kommen auf das Bassdrum-Pedal, beziehungsweise unser rechter Fuß kommt auf das Bassdrum-Pedal, wenn wir Linkshänder sind und linksrum aufbauen möchten, unser linker Fuß natürlich. Ansonsten rechter Fuß, rechtes Pedal. Pedal und Fuß bilden eine Linie zusammen mit dem Oberschenkel. Dann habe ich erstmal die Position, wo ich, wenn ich richtig im Hocker sitze, auch zufrieden bin und wo ich sitzen kann. Das funktioniert. Jetzt kommt die Snare. Ich empfehle immer Folgendes zu machen. Erstmal darf die natürlich nicht hier an die Bassdrum katschen. Ne? Viele Bassdrums haben hier schon Katscher, die hier auch leider, weil die Snare-Drum da immer wieder so dran gedutzt ist. Das wollen wir nicht. Deswegen aufpassen und gucken, dass da immer so ein Fingerbreit Platz zwischen ist. Und dann müsst ihr euch überlegen, ihr braucht ja nachher noch die Hi-Hat, die kommt hier hin. Das wird die nächste Folge übrigens. Ne? Zeige ich euch, wie ihr die aufstellt. Und dann muss die Snare Drum eigentlich nur zwischen eure Knie passen, damit ihr nicht mit dem Knie die ganze Zeit hier an der Snare rumwackelt, wenn ihr spielt, sondern das soll sich frei bewegen können. Deswegen mein Tipp, erstmal so weit nach vorne, wie es geht, ne? Nicht an die Bassdrum dran. Das heißt, wenn ihr da seid, habt ihr ein Ende gefunden. Und dann nach Möglichkeit so weit rüber ans rechte Knie, dass das Knie sich noch frei bewegen kann. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das rauszufinden. Jetzt nehme ich die Stöcke da auch wieder weg, habe ich ja eben erzählt. Wenn ihr die Stöcke in die Hand nehmt, ganz normal und entspannt, und einfach rechts und links die Arme hängen lasst und dann hier im Ellenbogen nach oben knickt, so, bis die Stöcke quasi parallel zum Boden sind und dann die Stockspitzen zusammenführt, dass ihr, wenn ihr guckt von oben, so eine Art V habt. Ja? Also nochmal, gerade sitzen, das kann man übrigens wie folgt machen. Wenn ihr gerade sitzt, ganz toller Trick. Ihr zieht die Schultern hoch zu den Ohren, dann schiebt ihr die nach hinten und dann entspannt ihr alles und seid locker. Dann ist die Wirbelsäule eigentlich relativ stabil und gerade und in der entspannten Situation. Das fühlt sich erstmal komisch an, aber ihr sitzt dadurch gut. Der untere Rücken ist gerade, der obere Rücken, das passt alles und ihr hängt nicht so im Schlagzeug drin, weil so könnt ihr nicht spielen. Also nochmal, Arme hängen lassen, Schultern zu den Ohren, nach hinten. Und ganz entspannt fallen lassen. Und dann so erstmal bleiben und sich ein bisschen wohlfühlen. Dann die Stöcke in die Hand nehmen, Arme hängen lassen, in den Armbeugen nach oben kommen, bis die Stöcke parallel zum Boden sind. Dann die Stockspitzen zusammenführen in der Mitte, sodass sie sich fast berühren. Und wenn ihr das habt, da wo die Spitze von diesem V ist, da sollte die Mitte von eurer Snare Drum sein. Und siehe da, meine ist zu weit vorne. Ich kann die noch was zu mir nach hinten ziehen und kann hier diesen Punkt in der Mitte der Snare Drum treffen. Ja, ist für mich eine super komfortable Position. Das Gute ist, das funktioniert bei fast allen Körpern. Ob ihr klein seid, lange Arme habt, ob ihr groß seid, kurze Arme habt, dick, dünn, was weiß ich was. Einfach ausprobieren. Wenn der Fuß richtig passt und ihr das mit dem V macht hier, habt ihr die Position für die Snare Drum gefunden? Und ihr könnt nachher diese V-Position auch benutzen, um andere Sachen am Schlagzeug zu platzieren, ohne dass ihr jedes Mal die Arme ganz strecken müsst oder sowas. Sondern euer Ziel sollte nachher sein, von hier
nach da, 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 nach da. Wo auch immer ihr nachher was hinhängen möchtet, das sollte euer Ziel sein, erstmal alles erreichen zu können, ohne dass ihr euch richtig recken und strecken müsst, weil das frisst Energie und die Energie wollen wir lieber ins Spielen stecken und ins Üben natürlich. Okay, ich habe das gemacht. Die Snare steht hier schön. Das Mikro hatte ich hier schon platziert von eben. Das passt auch ganz gut. Ihr hört das also schon schön. Habt ihr wahrscheinlich zu Hause noch nicht. Ist aber gar nicht schlimm, müsst ihr euch keinen Kopf drüber machen. Ja, und dann haben wir die Bassdrum und die Snare Drum hier stehen. Was können wir machen? Man kann schon kleine Rhythmen spielen. Falls ihr zum Beispiel schon einen Achtel-Groove könnt, ja, dann könnt ihr statt der Hi-Hat, die ihr sonst kennt, oder dem Ride-Becken oder was weiß ich was, die rechte Hand auf dem Rand spielen, auf dem Rim von der Snare. Nette Option. Ich mache das gerne hier oben. Man kann das gerne da machen und dann kann man zum Beispiel sowas spielen. Alles machbar. Oder ihr spielt das tatsächlich auf der Snare selber. Dabei habe ich jetzt die rechte Hand ganz leise gespielt, um so eine Art Begleitung zu simulieren. Oder ihr spielt beides auf dem Rand. Das heißt, selbst wenn ihr nur eine Bassdrum und eine Snare Drum habt, seid ihr schon bereit, coole Grooves zu spielen. Und ja, und ihr wisst vor allem schon, wo das Gerät jetzt steht. Ne, auch dieser Rim-Click oder Cross-Stick, wie manche sagen, ist so gut spielbar. Wie das im Einzelnen geht, schaut einfach mal bei YouTube, das wird da tausendfach erklärt. Ne, die einen spielen so rum, die anderen drehen den Stock so rum. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Mir ging es jetzt vor allem darum, dass ihr wisst, wohin damit. Also, zur Erinnerung, gerade an der Bassdrum sitzen, wie wir es erklärt haben, den Rücken gerade machen, ne, Schultern hoch nach hinten fallen lassen, das V machen und dann da, wo das V seine Mitte hat, seine Spitze, da kommt die Mitte der Snare Drum hin. Und schon habt ihr die Snare positioniert. Kurze Sache noch zur Höhe der Snare Drum. Für mich ist es so, dadurch, dass ich lange Arme habe und einen langen Oberkörper, sind meine Beine recht weit unten. Ich sitze recht hoch. Und ich möchte natürlich nicht auf meine Oberschenkel hauen die ganze Zeit. Das ist wichtig. Das heißt, für mich ist die Snare so gut, dass ich, wenn ich den Stock auf den Rand lege und dann hier vorne aufs Fell drücke, ja, dass der quasi hier und hier Kontakt hat, komme ich hier noch drum mit den Fingern und habe immer noch Platz zu meinem Bein. So ungefähr sollte eure Position sein. Jetzt ist je nach Körpergröße natürlich die große Frage, wie neigt ihr die Snare Drum? Meine Snare Drum ist tatsächlich so, dass sie ein bisschen von mir weggeneigt ist. Von hier oben sieht das für mich nicht so aus, aber wenn ich den Stock hier drauf lege, sehen wir ganz klar, der rollt zu euch. Das heißt, die ist von mir weggekippt. Ne? Mag ich aber total gerne. Erlaubt mir, meine Arme entspannt zu halten und trotzdem entspannt zu spielen, ohne dass ich die Schultern hochziehen muss oder irgendwas machen muss. Wenn ihr lieber höher spielen möchtet, vielleicht so, ist das kein Problem, solange ihr dabei nicht in der Muskulatur irgendwo verkrampft. Ja? Das heißt, wenn ihr irgendwo Muskeln anspannen müsst, die ihr normalerweise nicht anspannen würdet, um die Snare Drum zu schlagen, überlegt nochmal, ob das sinnvoll ist. Weil jede Muskulatur, die wir brauchen, die aber eigentlich nicht nötig wäre, frisst ja wieder Energie von uns. Und diese Energie wollen wir immer wieder, das kann ich nur betonen, ins Spielen selber stecken, in unsere Ausdauer und in unsere Übezeiten. Okay? Okay. Mit der Neigung einfach ein bisschen ausprobieren. Wenn ihr eher klein seid und ein großes Schlagzeug habt, kann es durchaus sein, dass die Snare etwas steiler ist, damit ihr da gut drankommt und nicht auf den Rand haut. Je größer ihr werdet, desto gerader wird die Snare wahrscheinlich sein. Aber selbst da kann es auch sein, dass ihr die hier oben spielt und dann steht die halt so. Wenn das für euch cool ist, kein Problem. Ich mache es eben so, dass sie, wenn ich mein Dreieck hier mache, mein V mit den Stöcken und die Stöcke parallel zum Boden sind, dass ich dann die Snare Drum so ein Stückchen da drunter habe. Man kann das ja hier sehen. Ne? Da sind so ein, zwei Finger breit und ich habe keinen weiten Weg. Komme also gut dran. Kann auch leise Schläge gut machen. Kann aber auch richtig reinhauen, wenn ich das möchte. Okay, das zur Snare Drum Position. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich beantworte das gerne.
Und wenn euch das gefällt, abonniert den Kanal. Es kommen ja hier noch mehr Videos zur Hi-Hat, zu den Becken und zu den TomToms und so weiter. Und die Glocke anklicken, dann kriegt ihr mit, wenn die neuen Videos kommen. Ja, was noch? Geht auf meine Webseite www.bandpapa.de, wenn euch das gefallen hat. Da könnt ihr mir gerne auch einen Kaffee ausgeben. Freue ich mich sehr drüber. Ich mache das Ganze hier nämlich ohne Bezahlung und ohne alles. Und freue mich immer über eine kleine Spende. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schlagzeug aufbauen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Bandpapa. Ciao.